Die SBS Deutschland GmbH ist ein Anbieter von Pkw-Ersatzteilen, die aus dem Ersatzteilvertrieb des Automobilwerkes Eisenach gegründet wurde. Zur Übergabe des Fördermittelbescheides Revitalisierung Glackfabrik Eisenach am 11. Mai 2011 trafen sich der Thüringer Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Staschewski, Eisenachs Oberbürgermeister Matthias Doth und Vertreter der LEG, der Stadtverwaltung und der Medien im Verwaltungsgebäude der SBS Deutschland GmbH. Herzlich willkommen hier im SBS Deutschland. Wir sehen eigentlich Eisenach als einen Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Es ist gut platziert in Europa. So, wir sind sehr stolz, dass wir so eine Niederlassung in unserer Gruppe haben. Und es wird auch größer und größer. Das Gelände des Logistikzentrums grenzt direkt an die alte Lackfabrik. Die zum Teil schadstoffbelastete Fläche soll nun zur neuerlichen Nutzung vorbereitet werden. Nachdem der Chef des skandinavischen Konzerns Hans Huggelgaard die Gäste persönlich begrüßt hatte, wurde das Unternehmen vorgestellt. Bei einem Rundgang wurde die Dimension des Warenumschlages deutlich. Das Zentrallager mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern bietet Platz für 900.000 Artikel. Die Niederlassung wurde bereits in den Jahren 2007 und 2008 erweitert. Seitdem macht ein modernes WMS-System mit papierloser Auftragsbearbeitung die Lagerverwaltung noch effizienter. Von Eisenach aus wird die Belieferung des Fachgroßhandels in Deutschland sowie die Abwicklung der Exportgeschäfte in Osteuropa und Zentralasien abgesichert. Die SBS GmbH beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter. Um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, soll nun ein Teil der Fläche der Lackfabrik genutzt werden. Wenn wir keine geeigneten Flächen zur Verfügung haben, können wir auch keine neuen Investoren anlocken, können wir keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Das ist Investition in Zukunft und diese Art von Investition werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren sehr wohl brauchen. Wir haben einen Fördermittelbescheid heute von 1,2 Millionen. Das ist relativ viel Geld für diese Fläche, aber es hat hier ja auch auf der alten Lackfabrik entsprechende im Boden noch Rückstände, die hochwertig teuer saniert werden müssen. Da muss viel abgetragen werden. Ich denke, das ist aber auch wichtig, dass wir eben in solchen Gebieten wie der Stadt Eisenach auch den Menschen Arbeit geben können, dass wir ihnen Zukunft auch geben können, nicht weit außerhalb, sondern auch diese Flächen, die wir haben, eben nutzen können. Wir haben heute hier gesehen, wenn es uns gelingt, in Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik und Landespolitik, in Zusammenarbeit mit LEG, hier in Thüringen entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, dann kommen die Leute aus Dänemark, aus den unterschiedlichsten Regionen Europas, aus Deutschland und wollen hier in Thüringen auch produzieren. Weil eines ist klar, sie wissen, sie haben hier gute Arbeiter, sie finden gutes Personal vor, sie wissen, sie finden hier eine Verwaltung vor, die schnell reagiert, die sich bemüht, hier den Wünschen der Unternehmer entsprechend gerecht zu werden. Lieber Herr Oberbürgermeister, ich gratuliere für diese Ansiedlung und machen Sie das Beste draus. Sie haben jetzt die besten Voraussetzungen. Ein hervorragendes Unternehmen hat sich heute präsentiert. Wir wünschen uns gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie dem Standort Eisenach treu. Wenn Sie weitere Sorgen, Anfragen und sonstige Hinweise haben, wir haben ein offenes Ohr. Herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal.